unserem Auto. Hier brennt die Luft im Auto übrigens. Ach, Quatsch. Ich werde jetzt genötigt, diese Kamera zu bedienen, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Kann ich nicht, gibt das nicht. Ja, aber... Ich mach's ja jetzt. Was ist, wenn du zum Beispiel dir den Fuß gebrochen hast? Ja, meinst du denn, brauche ich so eine Kamera oder was? Nein, dann kannst du kein Auto mehr fahren. Dann fahre ich überhaupt nirgendwo mehr mit dir hin. Warum nicht? Außerdem, wieso sollte ich mir den Fuß brechen? Ich renne jetzt nach barfuß rum, habe keine High Heels mehr an, nix, weil es hier sowieso alles viel zu warm ist. Ich werde mir nicht den Fuß brechen. Du stolperst eher, weil du immer deine Augen da auf dem Ding hast. Aber stell dir mal vor, ich breche mir meine Hand. Mhm. Kann ich die Kamera nicht mehr festhalten? Dann muss ich fahren. Ja. Und dann können wir uns keine Brötchen mehr kaufen. Oder was? Weil ich die Hand gebrochen habe? Ja. Wieso können wir da keine Brötchen mehr kaufen? Weil wir da nichts mehr verdienen, weil ich mache das denn nicht vielleicht. Oder doch, ich weiß es noch nicht. Naja, so ist das jetzt. Wir haben heute Wochenende Nachmittag. Wochenende Nachmittag ist auch nicht schlecht, ne? Wochenende Nachmittag. Und ihr glaubt es nicht, es hat gerade ein paar Regentropfen gegeben. Mal wieder. Ja. Aber es ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das Auto sieht aus wie, boah, Scheiben, da kann man gar nicht mehr durchgucken. Und wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde durch. Ortskontrollrunde. Oh, eine Ortskontrollrunde. Ich eine OKR. So und gucken mal, was hier so los ist. Wir fahren jetzt hier gerade aus Campo International raus und wechseln den Ortsteil und kommen jetzt nach San Fernando. Und wir haben nichts vor heute, ne? Unser Sohn bekocht uns nachher, das ist ja auch mal was. Ehrlich? Ja, er will kochen. Was will er denn kochen? Er will Hähnchen in Knoblauch, Petersilien, Marinade mit was weiß ich auch immer er kochen will. Ist ja auch egal. Also unsere beiden Kinder nämlich, meine Tochter und mein Sohn, die können beide wirklich, muss ich mal sagen, unglaublich gut kochen. Und wenn die das dann machen wollen, sollen sie es tun, ne? Ja. Und von wem haben sie es? Von dir? Oder von mir? Ihr müsst es mal erraten. Ich sag mal so, die Chancen stehen ja eigentlich 50-50. Nur entscheidet das einfach nur vom Gefühl her und schreibt das doch mal in die Kommentare. Machen wir einen kleinen Wettbewerb draus. Ja? Ja. Mal sehen, wer gewinnt. Ich kann übrigens ganz hervorragend Nudeln kochen. Mit verschiedensten Soßen. Zum Beispiel? Selbst ausgedachten Rezepten. Eine Tomate. Da hat er mir früher schon erzählt. Damit hat er früher die Mädels rumgekriegt. Mhm. Für mich hätte die noch nie gekocht. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch noch da und die anderen nicht mehr. Ich habe dich ja schon rumgekriegt, ohne das. So, aber was ich auch sehr gut, habe bei Tim Melzer übrigens gelernt. Schmeckt nicht, gibt's nicht, war seine Sendung. Kennt die noch jemand auf Vox? Lange her, ne? Ja. Da hat er mal ein Tartar zubereitet auf Kartoffelröstis. Und ich habe beides nachgekocht und das war genau wie das Original. Es hat sehr geil geschmeckt. So, jetzt bin ich ja wirklich ganz gespannt auf die Wertung, wer von uns der bessere Koch ist. Und wie sind meine Weihnachtsplätzchen? Sag ehrlich. Stefan. Wie sind die? Die kleinen. Vor 28 Jahren hast du mit den Pinienkernen oben drauf. Vor 28 Jahren hast du eine Sorte Kekse gebacken und das ein einziges Mal. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ich habe insgesamt 5 oder 6 verschiedene Kekse gebacken. Einen Gourmet-Pralinen waren dabei. Aber diese kleinen Dinger mit den Pinienkernen oben drauf, sag doch mal, die waren doch gut. Die waren toll. Ja. Das hast du nicht laut genug gesagt. Die waren ganz, ganz toll. Ja. Und was mache ich eigentlich jeden Tag so am Herd? Das ist eigentlich auch immer so ganz toll, dass du musst dich immer so über den grünen Klee loben. Defizite habe ich. Ich habe hier 3 große Defizite. Das ist zum einen meine Sprache, zum anderen du. Das ist aber jetzt ein Ding. Ja, so. Was wollte ich sagen? Ich war noch nicht fertig. Was kann ich noch? Sehr gut. Meine Kürbissuppe, Leute, mit hier Orangensaft. Oh, die Kamera wird zu heiß. Ich muss sie mal einen Augenblick ausmachen. Ich wurde unterbrochen mit dem Vorwand, die Kamera sei zu heiß. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Also, was ich jetzt erzählen wollte, ist meine Kürbissuppe.
Natürlich kommt da Kürbis rein, natürlich kommt da Hokkaido-Kürbis rein, natürlich mit Schale. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kommen natürlich Zwiebeln rein, es kommt eine Gemüsebrühe rein, es kommt eine Kokosmilch rein, es kommt Chili hinein und, jetzt kommt der ultimative Geheimtipp, ein Schuss Orangensaft. Natürlich abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ein Gedicht. Die mag er selbst am liebsten. Eine schöne, cremige Konsistenz mit einem feinen, ganz feinen, leckeren Orangengeschmack. Natürlich auch noch ein bisschen Abrieb rein, damit es rund wird. Zucker kommt natürlich auch rein, für jedes Gericht übrigens, damit es am Ende sexy ist. Ne? Also ich bin jetzt wirklich nicht oft sprachlos, aber entweder... Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich im Moment dazu sagen soll. Du, ich bin auch noch gar nicht fertig. Jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal über meine Bolognese berichten. Das A und O bei einer Bolognese, was ist das? Das Sofrito. Wer nicht weiß, was ein Sofrito ist, das sind ganz klein gehackte Gemüsesorten, bestehend aus Sellerie, Karotte, was kann man da noch reinmachen? Frühlingszwiebel kann man da reinmachen und Zwiebeln natürlich. Ganz fein hacken, in Öl leicht, aber nur ganz leicht andünsten. Ne? Das ist die Basis für ein vernünftiges, eine Sauce Bolognese. Und dann ist das zweite Geheimrezept, man muss sie stundenlang kochen. Je länger, je besser. Können wir uns aber bei den Energiepreisen nicht mehr leisten. Deswegen essen wir sowas ja auch nicht mehr. So, und jetzt, wie gesagt, könnt ihr raten, wer hat hier tatsächlich die Kochahnung und wer setzt das am Herd auch 1:1 um? Das ist ja immer, Theorie ist schön und gut, aber Praxis, das ist es doch. Ich kenne Stefan 30 Jahre und das, was er jetzt gerade erzählt hat, das hat er tatsächlich schon mal gekocht. Er hat es tatsächlich schon einmal gekocht in 30 Jahren. So viel zur... Sache, wer steht hier eigentlich am Herd? Immer wenn du nicht da bist, koche ich mir eine Bolognese. Schreib mich nicht. Und du bist oft nicht da. Guck mal hier, unser Freund ist da. Unser Freund ist da? Eieiei, der sitzt wahrscheinlich mit unserer Freundin da. Zum Kaffee trinken. Und trinkt Kaffee. Ah, da sind sie, die beiden. Hola, trinkt ihr schön Kaffee? Nein, wir müssen hier ein Video machen. Ich möchte gerne aussteigen. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Ja, ich schmeiße jetzt hier raus und erzähle euch noch leckere Rezepte. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, willst du wirklich raus? Ja, natürlich. Ach so, das wusste ich nicht. Dann steig da raus. Bitte. Ich drehe noch eine Runde und komme dann vielleicht wieder. Bis gleich. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Oder? Frechheit. Frechheit. Naja, sie wird sehen, was sie davon hat. So, Parkplatz gefunden. Ich gehe jetzt auch ins Café, wo meine Frau bereits ist. Und dort sitzen ja unsere Freunde. Und Marc, der hat mal einen Teller Kürbissuppe abbekommen. Ich erinnere mich nämlich genau. Und vielleicht ist er ja so freundlich, euch mal kurz zu berichten, wie ihm diese Kürbissuppe geschmeckt hat. Und das ist natürlich jetzt, ja... eine neutrale Meinung, weil nicht ich sage das, sondern ein Dritter, der das gegessen hat. Und ich bin ganz gespannt, ob er den Mut besitzt, das in die Kamera zu sagen. Bis gleich. Ja, ich habe alle meine Überredungskunst in die Waagschale geworfen. Es ist mir nicht gelungen, den jungen Mann hier mir gegenüber dazu zu bewegen, offen und ehrlich in die Kamera zu sagen, wie geil er meine Kürbissuppe fand. Aber er hat mir tatsächlich eben bestätigt, die war phänomenal. Die war sensationell. Das Rezept habe ich euch gegeben. Kocht es nach oder lasst es sein. Und du, wie hat dir die Kürbissuppe eigentlich geschmeckt? Ich kann es dir gerne zeigen. Ja. Und wie oft, Stefan, in all den 30 Jahren soll ich dir noch sagen, dass ich Kürbissuppe nicht so gerne mag? Warum muss ich das jetzt machen? Sie mag keine Kürbissuppe. So, ich habe einen Kaffee bestellt und keinen bekommen. Ach, ja, es hat nicht so ganz gut geklappt. Insgesamt ist das ein schöner, erfolgreicher Tag gewesen für mich. Ach,
da, da zieht ein Gewitter auf. Das haben wir nie gesehen. Gewitter glaube ich nicht. Guck mal. Ja, ich sehe das ja. Wolken ein bisschen dunkler. Ja, aber zeig das doch mal allen anderen. Dann zeige ich das mal. Grauer Himmel. Als wenn gleich ein Gewitter kommt. Ich ja. meine, Gewitter habe ich noch nie erlebt hier, ne? Nein. Hm. Nur das sieht nach Regenwolken aus, ne? Na gut. Wollen wir noch mal zum Thema Kochen zurückkommen? Ach, er lässt es nicht. Ne? Was habe ich denn noch gemacht? Jägerpfanne Hubertus. Weißt du noch? Stefan. Als du weg warst? Erzähl, was du willst. Als ich das fotografiert habe? Erzähl, was du willst über deinen Kochen. Die Jägerpfanne Hubertus ist eine Champignon-Pfanne in einer Champignon-Rahmsoße. Ja, nun? Ich bin bei dem Gelaber raus. Sag doch mal, wie das ausgesehen hat. Das weiß ich überhaupt gar nicht. Ich bitte dich, das sah doch total lecker aus. Das sah aus wie von Lava angerichtet. Ich weiß doch gar nicht, dass du sowas gemacht hast. Doch. Ja, siehste, ich bin raus. Bei deiner Kocherei bin ich raus. Und was wir probiert haben, das ist uns aber tatsächlich nicht gelungen. Das haben wir aber auch gemeinsam gemacht. Ach, das sind dann wir. Es ist so. Wir haben in einer Kochsendung gesehen, und zwar in der Kochsendung Stadt, Land, Lecker, als der Lose, der Christian Lose, der Sternekoch aus Berlin, in Wien in einem österreichischen Lokal war. Und was hat es da gegeben? Wiener Schnitzel. Und der Koch hat sein Geheimrezept verraten und gesagt, das Schnitzel, das musst du nass machen, bevor du das panierst. Weil durch die Verdunstungshitze geht die Panierung nach oben und schlägt Wellen beim Soufflieren. So, genau so haben wir es dann auch gemacht mit dem Wiener Schnitzel. Haben wir doch gemacht, ne? Wie bitte? Ich hatte jetzt nicht zugehört. Es ist aber nichts geworden. Weil schon beim Plattieren des Schnitzels wir, glaube ich, einen Fehler gemacht haben. Einen Kochtopf genommen. Das war, glaube ich, falsch. Aber da arbeite ich dran, weil eigentlich kann das ja nicht so schwer sein, so ein Wiener Schnitzel so auszubacken, dass das so souffliert und Wellen schlägt. Pass du mal lieber auf, ist auch Verkehr. Ich passe auf. Und man soll ja die Panierung ja auch nicht so fest andrücken, sondern man soll das ja ganz leicht in der Panade wälzen. Also jetzt ein einziges Mal dazu. Du bist der totale Theoretiker und guckst Kochsendungen, setzt aber tatsächlich nichts um, weil ich es auch nicht möchte. Wenn Stefan bei mir, ich sage bewusst in meiner Küche, das sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Hinterher kann ich renovieren und die ganze Küche durchwischen. Ich habe da keine Lust mehr zu. Und mein Mann hat striktes Verbot, mir in der Küche zu helfen. Nämlich, der kann nicht mal abtrocknen, ohne dass der ganze Fußboden klödernass ist. Ich habe da keine Lust mehr zu. Er macht mir mehr Arbeit, als wenn ich es alleine mache. Also, aber da hält er sich gerne dran, nicht zu helfen dann, ne? Das stimmt nicht. Mhm. Was ich sehr gerne mache und was ich auch darf, wenn wir Wok kochen, dass ich das ganze Gemüse klein draußen schneide. Draußen auf der Terrasse darfst du das machen. Ja, aber ich darf es tun. Ja, geht auch nicht immer gut. Eben. Aber so eine arbeiten, weißt du? Sonne sagt man. Sonne heißt eigentlich solche. Sonne. Sonne arbeiten. Also solche Arbeiten, so Hilfsarbeiten, wo du zu keinen Bock hast, das kann ich tun. Das stimmt nicht, dass ich dazu keinen Bock habe. Ach so. Naja, wie auch immer, das war heute mal ein kleiner Nachmittags-Ortskontrollfahrt. Ja. Eine OKR. Und jetzt fahren wir nach Hause. Ja. Und fahren schön in die falsche Richtung, weil wir wieder die Baustelle da hinten haben. Ne? Ja. Ja. Und wir lassen uns von unserem Sohn bekochen, habe ich aber glaube ich schon erzählt. Ne? Ja. Ja, falls euch, und wie immer das Gleiche am Ende, kennt ihr doch auch schon. Also wenn die Videos gut waren, Daumen hoch, Abo und so weiter und so fort. Kommentare ist ja immer wichtig. Und ja. Ja, und wenn nicht, ihr müsst ja nicht gucken. Schaltet einfach ab. Einfach abschalten. Hast du eigentlich schon die Ankündigung gemacht, dass wir nächste Woche auch mal ein bisschen aus Norddeutschland labern? Ja, das ist steht mir ein bisschen bevor, muss ich ehrlich sagen. Warum? Weil das regnet heute den ganzen Tag in Deutschland. Mach doch nichts. Es ist kalt in Deutschland. Mach doch nichts. Und wir sind ja in einigen Tagen
für eine ganze Woche mal wieder in Deutschland, bevor wir dann den gesamten Winter wieder in Deutschland sind. Ja, ich freue mich auf die Woche, weil... Ein Magic Moment, zeig das bitte. Ein Magic Moment. Und vor uns fährt ein Auto mit einem M-Kennzeichen. Die sind niegelnagelneu. Das ist die neue Kennzeichengruppe. Das erste M, das wir sehen. Ich denke gerade, was ist das denn? Oh, ich drehe durch. Und dann schon so ein M mit einem 6000er. Hast du gesehen? Ja. Wahnsinn. Ja. Das war zwar datenschutzrechtlich verboten, glaube ich, was wir getan haben. Ich, Idiot, fahre hier wieder rum. Da ist eine Baustelle. Was da komme ich du denn gar nicht. Hier ja, das ist so die Routine. Und das M hat mich eben so weggebrezelt. Okay. Also. Wir wollen uns jetzt einmal verabschieden. So ist es. Ich habe nämlich Sorge, Stefan findet sonst gar nicht mehr nach Hause und wir fahren hier immer noch in diesem Kreisel rum, wenn es dunkel wird. Das muss ich hier mal ein bisschen lenken, nicht wahr? Ja. Ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.